Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ich möchte heute über ein geleaktes Event reden, was noch in Season 5 kommen soll, voraussichtlich der 11. August, in Verbindung mit einem Ingame-Teaser um die nächste Legende, was sehr, sehr interessant ist. Dann möchte ich über einen Nerf sprechen. Man geht wohl davon aus, oder es geht das Gerücht rum, dass mit der Einführung von Crossplay der Aim Assist auf den Konsolen wohl stark genervt werden soll. Nichts bestätigt, man geht aber davon aus, es sollen sich sehr viele, kurioserweise hätte ich es eigentlich genau umgedreht gedacht, dass ich als Konsolenspieler auf dem Controller stark gegenüber dem PC-Spieler benachteiligt bin. Es sollen sich aber sehr viele, auch unter den Pro-Playern auf dem PC, nicht gerade sehr positiv über den Aim Assist auf dem Controller geäußert haben. Und deswegen wird es jetzt laut, dass das Gerücht rumgeht, dass das genervt wird. Das dazu, am Ende des Videos möchte ich noch eine kleine Theorie von mir aufgestellt loswerden, wann ich denke, dass Crossplay kommt. Wer das zum Schluss nicht sehen will, der kann dann ja wegschalten. Aber ich denke, ich liege sehr, sehr nah daran, dass es wahrscheinlich schon der Split 2 von Season 6 und nicht der Start von Season 7 sein soll. Das wie immer dazu, wie immer schon mal einen Daumen nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und nochmal gerne den Shoutout an die ca. 40%, die regelmäßig schauen, aber nicht abonniert haben. Wir stehen in ca. 1-2 Monaten vor den 10.000 Abonnenten. Ein mega Meilenstein. Ich würde mich freuen, wenn ich den zeitnah erreiche mit euch zusammen und eurer Unterstützung. Das war's von mir. Viel Spaß jetzt bei den Infos. Wir starten direkt mal mit dem Event und einer, ich hoffe, es ist eine Befürchtung, dass Season 6 vielleicht eine Woche verschoben wird. Wir erinnern uns immer, wenn mal irgendein neues Event geleakt wurde, hat das eigentlich zu 99% immer gestimmt, was es für ein Event wird, was inhaltlich auf uns zukommt. Es wurde geleakt, am 11. August kommt ein neues Event. In Verbindung mit dem 11. August ist die finale Phase der Ingame-Teaser zu Season 6. Wer es nicht weiß, gestern habe ich darüber gesprochen. Hier die Zeitleiste. Gestern am 27. war der erste Ingame-Teaser auf dem World's Edge. Wieder 6 Phasen wie in Season 4. Und am 11. ist die letzte Phase. Aktuell munkelt man noch, dass es ein Legenden-Trailer zur Season 6 Legende sein soll. Jetzt wird es aber interessant. Und ich habe das hier alles schon eingesprochen und auf einmal merke ich so, mit den ganzen Daten könnte was schief laufen. Denn wenn wir tatsächlich am 11. August ein neues Event bekommen und jedes Event aber mindestens immer 2 Wochen ging, wenn nicht sogar 3 Wochen, berichtigt mich, wenn ich falsch liege, gab es schon mal ein Event, was eine Woche ging? Ich glaube nämlich nicht. Wenn wir vom 11. August zum Start des Events davon ausgehen, dass es wieder 2 Wochen geht und am 18. August, wenn Season 5 ja offiziell endet, können wir ja alle in Apex Legends nachgucken. Oben links steht noch 20 Tage Stand am 29. Juli. Heißt es ja, am 18. startet Season 6 und das Event geht dann aber noch weitere 7 Tage. Das heißt, wir hätten vielleicht erstmalig ein Event, was übergreifend in die nächste Season geht. Das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung von mir, die ich nirgendwo gelesen habe. Es ist wirklich nur eine Vermutung. Oder meine Befürchtung wird wahr und Season 6 wird um eine Woche verschoben, wenn dann das Event endet. Erinnert euch vielleicht, wo der ganze Corona-Kram langsam so anfing. Am Ende von Season 4 wurden die ganzen Ingame-Teaser, da gab es doch auch 6 Phasen, die wurden alle jeweils immer um eine Woche verschoben. Ich glaube, da war sogar noch ein Event dabei, was eine Woche verschoben wird. Und so könnte sich das jetzt wie ein langer, ekelhafter roter Faden durch die ganze Apex Legends-Geschichte ziehen, dass alles so ein bisschen sich um eine Woche verschiebt, zumindest in den nächsten Monaten wahrscheinlich noch. Das jetzt zu meiner Vermutung. Jetzt möchte ich erstmal über das Event reden. Was kommt denn auf uns zu? Erinnert ihr euch an das Grand Soiree-Event? Es war, glaube ich, in Season 4. Dort hatten wir 2 Wochen lang im 2-Tages-Rhythmus jeweils immer einen anderen Modus, 7 Modi insgesamt. Und einer der beliebtesten war wohl der Always Be Closing-Modus. Wie genau funktionierte der? Wir sind die Runde aus dem Jumpship gesprungen und die Zone hat sich sofort geschlossen, ohne dass sie rundenbasiert stoppt. War sehr, sehr hektisch, war nicht mein Favorit, obwohl ich ihn nicht schlecht fand. Deswegen gerne mal euer Kommentar gefragt. Wie fandet ihr den Always Be Closing Modus? Hier gibt es wieder die Besonderheit, wie im Armed and Dangerous Modus, der vor ein paar Wochen zu Ende ging. Wir haben wieder ein Evo-Shield. Wir finden auch nur Evo-Shielder, mehr nicht. Wir haben wieder eine Mosambik im Gepäck. Und wir sollen wohl 2 Spritzen mit an Bord haben. Und jetzt wird es interessant.
es gab ja auch ein paar Leaks zum folgenden Mod. Der Graffiti-Mob, ich nenne ihn immer noch Paintball-Mod, weil wir schießen im Endeffekt mit Paintball-Kugeln. Es gibt übrigens auch Soundfiles zu diesen einzelnen Paintball-Schüssen. Habe ich leider nicht vorbereitet, sorry dafür. Es ist bekannt, auf welche Waffe dieser Mod passt. Und der Mod soll in diesem Always-Be-Closing-Modus mit reinkommen, laut den Leaks. Der Mod passt auf die Spitfire. Wir haben mit der Spitfire, sobald wir auf den Paintball-Modus wechseln, 63 Schuss, 25% erhöhte Nachladegeschwindigkeit. Und wir können per Tastendruck zwischen drei verschiedenen Paintball-Farben wechseln. Ich glaube, es war blau, orange und grün. Bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Was natürlich noch nicht bekannt ist, was passiert, wenn ich auf den Gegner schieße. Nimmt der überhaupt Schaden? Malen wir den nur bunt an? Ich habe keine Ahnung. Das übrigens nebenbei nochmal hier. So könnte das ungefähr aussehen, wenn wir mit den Paintball-Kugeln an irgendeine Wand ballern. Vielleicht können wir da irgend so ein paar schöne Porträts wie hier von Blisk an die Wand ballern. Wäre sehr interessant. Das soweit zu den Einzelheiten zu dem Always Be Closing Modus. Ja, ich bin wie gesagt gespannt, ob wir vielleicht Season 6 eine Woche später erleben oder in die neue Season. Das würde ich auf jeden Fall mega feiern, mal seasonübergreifend, neues Event. Kommen wir jetzt zum Aim Assist. Dort kam eine Menge Gegenwind von den PC-Spielern. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte eigentlich gedacht, wenn ich als Konsolenspieler auf einem Controller zocke, bin ich stark benachteiligt gegenüber Mausspielern auf dem PC. Du kannst dich mit einer Maus so schnell drehen, das kannst du mit dem Controller nicht realisieren. Also in der Theorie ist es möglich, aber in so einer hohen Sensitivität oder auf so einer hohen Sensitivität spielt doch kein Mensch. Jedenfalls meine Meinung. Gerne in die Kommentare, wenn es Spieler unter euch gibt, die sich so schnell drehen, als würden sie auf einer Maus spielen. Darum geht es jetzt nicht. Auch beim Looten bist du mit einer Maus schneller, was natürlich mit dem Aim Assist nichts zu tun hat. Mir geht es aber hier um die Vorteile, die du mit einer Maus hast. Und im Gegenzug hast du mit einem Controller halt einen leichten Aim Assist. Gerade im Nahkampf. Und das ist nämlich der Punkt. Die PC-Spieler regen sich wohl darüber auf, gerade so Distanzen unter 50 Meter oder bis 50 Meter soll der Aim Assist extrem stark greifen. Ich nenne hier als Beispiel die automatischen Waffen wie die 99. Der Rückstoß ist extrem eklig und dort soll der Aim Assist extrem stark greifen. Wo ich aber der Meinung als Konsolenspieler bin, muss ich einfach so sagen, ich wäre der Meinung gewesen und deswegen möchte ich hier zur Diskussion, keine Negativdiskussion, versteht das bitte nicht falsch, den Plattformen gegenseitig so eine Diskussion mal starten. Was haltet ihr von dem Aim Assist Nerf? Denkt ihr, das ist nötig als PC-Spieler oder umgedreht als Konsolärer? Meint ihr nicht auch, wie ich vielleicht, dass man mit einer Maus doch eigentlich viel mehr Vorteile hat? Ich würde bis jetzt stand immer noch denken, Mensch, mit einer Maus, ob das nun 100, 200, 300 Meter oder im Nahkampf unter 20 Metern von mir aus, ich kann doch mit einer Maus viel präziser und ruhiger, wenn alles richtig eingestellt ist mit DPI und so weiter, viel besser auf einem Gegner draufbleiben. Ist meine Theorie. Und jetzt seid ihr gefragt, auch wenn der Aim Assist schon sehr, sehr stark ist, ich habe aber trotzdem, wie zum Beispiel mit der 99, extreme Schwierigkeiten auf dem Gegner zu bleiben, weil der Rückstoß ekelhaft ist. Deswegen mag ich die 99 nun mal nicht so sehr wie die meisten von euch. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einem Punkt. Ich habe ein Interview von iLoot Games und einem, ich glaube, es ist ein Pro-Spieler, der sich Soa Kobi nennt. Ich kenne den Typen nicht. Ich habe da nur kurz reingeschaut und reingehört und die haben sich über den Aim Assist unterhalten und den möglichen Nerf und unter anderem ist auch er der Meinung, ein Nerf für den Aim Assist wird kommen und er hat auch gemeint, dass bei Distanzen über 50 Meter, gerade bei der G7 oder allgemeinen Einzelschusswaffen, nützt der Aim Assist zwar nicht wirklich was, bei Einzelschusswaffen im Einzelnen wohl sowieso nicht, bei Sniperwaffen auch nicht, also von daher, aber da viele Gunfights auch in irgendwelchen Häusern bestritten werden, soll es wohl so sein, dass die PC-Spieler benachteiligt sind. Ich bin wie gesagt auf eure Kommentare gespannt, was ihr dazu sagt. Das soweit zum Nerf. Dafür gibt es aber noch keine handfesten Beweise, dass das tatsächlich so kommt. Aber die Community wird laut. Ich erinnere mich daran, das goldene Knockdown-Schild soll ja noch rausgepatcht werden. Und dort sind es auch die Pro-Player, die sich darüber aufgeregt haben. Und es wurde wohl schon ziemlich in die Richtung bestätigt, dass es tatsächlich passiert. Da bin ich auch gespannt. Deswegen so als kleiner Hinweis, wenn die Pro-Player sich aufregen, da müssen wir wohl alle Angst haben, dass hier alles kaputt genervt wird. Was ich Käse finde, ist meine Meinung. Also ich sage, Nerf vom Aim Assist würde ich nicht so geil finden. Es gibt so viele Spieler,
bin auch nicht immer der beste Spieler, das wissen die meisten von euch, die meine Streams sehen. Aber es gibt auch viele, viele, die noch schlechter sind. Und wenn der Aim Assist jetzt so stark genervt wird, weiß ich nicht, ob ich davon Freund bin. Ich bin auf eure Meinung, wie gesagt, gespannt. So, jetzt noch zu meiner Theorie, wann Crossplay kommt. Wen das nicht interessiert, ist wie gesagt nur eine Theorie von mir. Die habe ich nirgendwo rausgelesen. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Ansonsten jetzt den Daumen da lassen, Abo dann, wenn ihr neu seid. Und soweit war es das von mir. Jetzt aber zu die dranbleiben und meine Theorie noch hören wollen. Meine Theorie zu Crossplay kann vielleicht ein bisschen komisch klingen. Könnte aber auch Sinn machen, wenn man genau drüber nachdenkt. Also, ich gehe jetzt mal, es hieß ja, das Crossplay kommt im Herbst. Herbstanfang kalendarisch, jetzt klingt es nämlich komisch für euch wahrscheinlich, jetzt fängt er mit kalendarischem Herbstanfang an. 1. September kalendarischer Herbstanfang, Ende November oder Anfang Dezember Winteranfang. Wenn ich jetzt mal einberechne, dass vielleicht tatsächlich die Season um eine Woche verschoben wird, haben wir ja schon fast Winter, eine Woche vor Winter anfangen. Und warum sollte ich so kurz vor Winter das ankündigen? Natürlich macht es keinen Sinn, was ich erzähle. Aber für mich wird es irgendwie cooler klingen, wenn mitten im Herbst, also zum Split 2 von Season 6, Crossplay kommt. Wenn das alles um eine Woche, wie gesagt, verschoben wird, sind wir schon am 6. November oder eben eine Woche vorher, wenn alles pünktlich kommt, so wie es eigentlich geplant war, am 29. September. Da sind wir mitten im Herbst und so mittendrin klingt doch geiler als, hey, Überraschung, Crossplay kommt im eigentlich schon fast Winter. Hey, ist doch total toll. Ich weiß, eine komische Theorie, aber ich könnte mir vorstellen zum Split 2, weil auch zum Split 2 passieren immer große Sachen. Erinnert euch an das letzte Update, das war doch zu Split 2, oder? Wo diese riesen Änderung kam mit dem Doppelsprung und dem ganzen Makeover von Mirage und so weiter. War doch Split 2, oder? Ihr könnt mich gerne berichtigen, aber seit Einführung eines Splits, seit wann waren das? Seit Season 4 gibt es, glaube ich, die Splits, sind immer größere Sachen dazugekommen. Also warum nicht auch das Crossplay? Das jetzt zu meiner Theorie, auch wenn es ein bisschen dämlich klingt, gerne auch eure Theorien hier rein. Auch wenn das für das Video eigentlich uninteressant ist, ob es ein 6 Wochen vorher oder später wird, ist gehupt wie gesprungen. Ich denke, ihr findet es jetzt nicht so dramatisch, dass ich hier ein bisschen verwirrend erzählt habe. Das soweit zu allen Informationen für dieses Video. Hat euch dieser ganze Informationsfluss, ich bin jetzt selber ein bisschen platt von dem ganzen Rumerzähle und Theorien und hast du nicht gesehen, hat euch das alles gefallen? Gerne wie immer einen Daumen dann nach oben da lassen. Aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, wie gesagt, gehört ihr zu den 40%, die regelmäßig einschalten und nicht abonniert haben, holt es gerne nach. Die 10.000 Abos sind sehr, sehr nah und ich würde es geil finden, wenn ich vielleicht noch vor Season 7 die 10.000 erreiche. Das wäre mega geil. Danke für den Support. Das war's von mir. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.